Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 14 mit der Spielerkarriere und ja, beim letzten Mal habe ich ja leider so ein bisschen abrupt das Ganze abbrechen müssen und deswegen gibt es jetzt nochmal die Auflösung, wie das letzte Spiel denn nun ausgegangen ist. Es war ein 5:0 für uns. Wir haben also noch ein Tor gemacht, nachdem die Aufnahme dann leider abgebrochen ist. Es ging darum, dass mein Aufnahmespeicher voll war und ja, gut. Die Tabelle sieht jetzt so aus, dass wir auf Platz 4 sind. Und wir spielen gegen Greuther Fürth, das heißt, wir können schon den Abstand zu einer der Mannschaften, die hier vor uns sind, auch wieder verringern. Und da bin ich gespannt, ob wir das denn schaffen können. Gut, die Vorlagen haben wir ja mittlerweile geschafft. Die, ja, wie viel brauchten wir? 5 wahrscheinlich für die Saison oder 4. Und das ist schon durch. Allerdings fehlen uns noch die Tore und daran wollen wir natürlich auch arbeiten heute, ganz klar. Und das geht jetzt hier gegen Greuther Fürth. Ich bin gespannt, ob es da wieder Problemchen gibt oder ob es weiterhin hier so gut läuft wie gegen Paderborn. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, jetzt mal gleich hier die Gegner wieder im Ballbesitz, aber naja, den Ball nicht wirklich verwalten können. Die spielen jetzt hier hinten rum. Ich glaube, Greuther Fürth ist momentan in der richtigen Liga auch auf Platz 2, wenn ich mich da nicht irre. Also auch genau wie hier. Allerdings, ich glaube, eine ganze Ecke hinter Köln, die jetzt eigentlich, was den Aufstieg angeht, auch ganz gute Karten haben. Bei uns Köln nicht wirklich vorhanden. Ich weiß gar nicht, sind die erste Liga oder sind die einfach noch nicht allzu gut? Müssen wir nochmal nachgucken. Nürnberg würde hier als Dritter in die Liga einziehen und ich denke mal, die hätten auch eine Chance in der Relegation. Aber da wir ja noch dabei sind, glaube ich, dass wir einen Verein davon noch verdrängen können und aufsteigen können. Ist halt nur die Frage, ob wir das hinbekommen, bis zum Ende dann auch auf einem der ersten drei Plätze zu stehen. Besser wäre natürlich auf einem der ersten zwei, damit wir nicht die Relegation durchlaufen müssen. Und bei der Schwierigkeitsstufe hier ist es eigentlich auch möglich, auf Platz 1 am Ende zu stehen. Bin ich halt nur gespannt, ob wir das denn hinbekommen. So, läufst du mit? Nee. Aber du läufst mit. Aber der Ball, na gut. Er hat ihn jetzt behauptet. Den nehmen wir mit. Oh, schade. Ja, er wollte da tricksen. Wir kriegen den Freistoß. Und ich glaube, den dürften wir schießen, oder? Jo. Das heißt, wir setzen den mal da hoch. Oh Mann. Sind aber alle reingelaufen. Oh, der war mal gar nicht so ungefährlich. Ich weiß gar nicht, ob er die Latte noch touchiert hat oder nur das Netz. Sah auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. So, ich habe auch privat jetzt nicht mehr so viel gespielt, dass ich da jetzt großartig Tore hinbekommen habe. Ich wollte eigentlich immer noch so ein paar Tore für das Tor des Monats dann mit reinnehmen, privat. Also nicht zum Entscheiden, sondern so wie ich das jetzt zuletzt gemacht habe, dass ihr, während ich ein bisschen rede, dann auch was zu gucken habt. Muss ich mal sehen. Eventuell lasse ich dann wieder die alten Tore durchlaufen. Ist halt leider so, dass ich momentan überhaupt gar keine Zeit habe. Ich glaube, das habt ihr schon mitbekommen. Auch daran, dass ich jetzt... Normalerweise habe ich ja meine Videos größtenteils um 12 Uhr hochgeladen. Das ist in letzter Zeit eigentlich so gut wie nie passiert. Weil, ja, es ist halt immer so, dass ich die ganzen Videos dann im Laufe des Tages aufnehmen musste. Jetzt bin ich mal gerade wieder dabei, das morgens zu machen. Ob das wieder so gut sein wird, das werde ich dann erst nach dem Arbeitstag sehen. Aber okay, müssen wir mal gucken. Die Regel wird es auf jeden Fall nicht werden, dass ich das immer um 18, 19 Uhr mache. Ich glaube, das eine Mountain Blade Video, das hat immer wieder gestockt. Und deswegen muss ich das irgendwann um 2 Uhr morgens am nächsten Tag dann hochladen. Das war auch blöd. Und so natürlich nicht geplant. Hau doch mal ab hier, Mensch. Oh ja, das war ein Abseits. Ach Gott. Der war hier einen Schritt weiter anscheinend. Von daher mit dem Knie im Abseits. Naja. Abseits ist es. Abseits.
Ob nun mit dem Knie oder dem Kopf, ist ja egal. Obwohl wir auch schon gesehen haben, dass er nicht jede Abseitsentscheidung richtig pfeift, haben wir letztens erst wieder mitbekommen, wo er irgendeine ganz komische Situation auch als Abseits gesehen hat. Ich weiß gar nicht, ob es hier in der Spielerkarriere war oder in der Trainerkarriere. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Naja, das war nix. Gibt aber wieder einen Freistoß für uns. Und da wir Rechtsfuß sind, müssten wir den eigentlich jetzt hier mal ganz vernünftig reinbringen können. Mal sehen. Ah, der ist zu weit weg, deswegen kriegen wir den nicht. Ah. Schade, schade. So, jetzt schieß. Schieß doch. Ah, ich wollte den nicht haben, du. Hat nichts gesagt, von wegen gib den Ball ab. Den hätte er mal selber schießen sollen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ach Gott. Was? Jetzt gibt's hier einen Elfer? War das ernsthaft mit einem 16-Meter-Raum? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da muss ich mir nochmal die Wiederholung anschauen. Oh, der ist gehalten. Das war super. Schauen wir uns nochmal schnell die Wiederholung an. Eigentlich hier von der Situation. Ja, gut. War im 16-Meter-Raum, stimmt. War auch ein Elfmeter. Alles soweit richtig gewesen. Aber da wir den gehalten haben, ist das sowieso relativ egal. War, glaube ich, der erste Elfmeter, den wir jetzt hier in FIFA 14 in unseren Karrieren hier gehalten haben. Beziehungsweise, was heißt in unseren Karrieren? Ich glaube, in der Trainerkarriere haben wir es schon geschafft einzuhalten, aber hier in der Spielerkarriere auf jeden Fall noch nicht. Wir haben aber auch noch nicht so viele gekriegt. Wir haben, glaube ich, erst zwei oder drei gehabt, wenn überhaupt. Aber es ist doch auf jeden Fall eine gute Sache, dass hier der Torwart das Ding festhält. Nach vorne geht hier bei uns noch nicht allzu viel. Da merkt man wahrscheinlich wieder, dass die Mannschaft hier wieder ein bisschen besser ist. Dadurch, dass die halt erst abgestiegen sind. Die Mannschaften, die noch nicht so lange in der Liga spielen, sind ja meistens auch immer ganz gut. Also Greuther Fürth ist ja nicht direkt abgestiegen, beziehungsweise jetzt im letzten Jahr, sondern schon in dem Jahr davor. Aber meistens machen die sich ja trotzdem dann ganz gut. Greuther Fürth war ja früher, bevor die jetzt aufgestiegen sind, im vorletzten Jahr, war Greuther Fürth ja eigentlich immer so eine Mannschaft, die den Aufstieg immer verpasst haben um einen Platz. Und ja, jetzt hatten sie es geschafft und dann hat man doch wieder gesehen, okay, es ist eine typische Zweitligamannschaft. In der zweiten Liga immer ganz gut, aber in der ersten Liga, ja, nicht so wirklich zu gebrauchen sozusagen. Also, da gehören sie nicht wirklich rein. Da gibt es halt weitaus bessere Mannschaften und auch momentan in der zweiten Liga gibt es natürlich Mannschaften wie zum Beispiel Köln, die ja erstens schon Erfahrung haben in der Liga und zweitens meiner Meinung nach auch eine größere Konkurrenz darstellen. Auch Kaiserslautern war ja öfters schon in der ersten Liga unterwegs. Ich glaube, solche Mannschaften sind da immer besser für die erste Liga. Ansonsten sind das halt so Kandidaten, die dann gleich wieder absteigen, wie Braunschweig das momentan so macht. Braunschweig, ja, die haben irgendwie das Pech, die Tore nicht zu machen. Also ich weiß nicht, ob die Defensive gut ist, aber es kommt mir halt immer so vor, weil die ihre Torchancen halt einfach nicht nutzen. Am Ende, da fehlt halt immer der entscheidende Pass bei Braunschweig. So kommt mir es bei fast jedem Spiel vor, was ich von denen sehe. Und ja, ist halt schade, weil die trotzdem eigentlich defensiv gar nicht so schlecht spielen. Na gut. Wir wollen jetzt hier aber den Sieg. Könnten jetzt sogar mal hier das ganze Spiel spielen, wie es aussieht. Wenn wir uns jetzt nicht total verausgaben, was ich eigentlich nicht vorhabe. Tja, geh du mal hinterher, wir bleiben hier vorne. Na, Leute, ran jetzt aber. Der kann da ganz unbedrängt den Pass rausspielen. Das war natürlich nicht gut. Tja, da geht niemand ran. Und wieder ein Elfmeter. Mann, 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 was ist da los? Was ist denn das für eine Verteidigungsleistung da hinten? Oh ja. Ah, was war. Was. Ach, nee, warum macht ihr das?
Jetzt kriegen wir hier auf jeden Fall das Gegentor, weil zwei Elfmeter halten, das war wohl wirklich zu viel verlangt. Aber ja, ich frage mich auch, was das da hinten soll, jemandem über die Beine zu springen. Versuchen wir jetzt einfach mal mit einer Einzelleistung hier das Ding ins Tor zu bringen. Ich habe letztens auch nochmal geguckt, wie man so Fernschüsse reinmacht. Könnte man irgendwann auch mal ausprobieren. Allerdings aus einer ganz aussichtslosen Position wäre wahrscheinlich besser. Ja, der Ball ging leider nicht ins Tor aus, aber ich glaube, das bringt uns auch nicht allzu viel, wenn er da hingeht. Denn wie gesagt, was Ecken angeht, sind wir hier in der Mannschaft nicht gut. Und die Pässe hier, die sind auch noch nicht so gut. Also meine anfänglichen Bedenken, dass wir auf einem viel zu niedrigen Schwierigkeitsgrad hier unterwegs sind, sind ja nicht wirklich begründet, wie man ja unschwer erkennen kann hier an den ganzen Ergebnissen. So, jetzt aber mal mit einem Angriff. Oh ja. Ich weiß gar nicht, ich habe den, glaube ich, so gelenkt. Also ich wollte, dass der nach oben passt. Ist das eigentlich möglich, wenn ich die Richtungstaste mit angebe, dass er dann dahin spielt, wo ich hinspielen wollte? Oder wie sieht das da aus? Oh, das gibt's doch gar nicht. Wieder sind die Gegenspieler schneller, obwohl die eigentlich nach mir erst kommen. Naja. So, jetzt stehen hier drei Leute von uns hier unten. Solltest du mal hier runterspielen. Bis zum Ende stehen wir am Spieler und dann auf einmal wird unser Spieler abgezogen. Ist ja super. Ja, legt ihr den Ball noch weiter vor. So kann das nichts werden, Freundchen. So, nur aber. So sollte er eigentlich auch kommen, aber irgendwie war er dann doch zu kurz. Oh, schade, schade. Der war nicht so wirklich platziert. Wieder genau auf Tormann. So sind die Bälle natürlich immer sehr, sehr leicht zu halten. So, jetzt gibt's die Auswechslung. Mudrinski gegen, also bei uns kommt Wood gegen Heim. Das ist, glaube ich, die wichtigere Auswechslung. Ich kenne auch nicht wirklich Spieler von Greuther Fürth hier. Ich glaube, die guten Spieler von Greuther Fürth sind doch alle zu irgendeinem Erstligaverein gewechselt. Deswegen, also was heißt die guten? Die Spieler, die halt wirklich hochwertiger waren. Und ja, den Rest würde ich wahrscheinlich nicht kennen hier. Natürlich habe ich die anderen auch erst kennengelernt, als die dann mal in der ersten Liga unterwegs waren. Zweite Liga, ja, da habe ich nicht so wirklich Zeit für, das überhaupt zu verfolgen. Was war denn das für ein Pass? Oh, oh, oh. Eigentlich stehen wir da vorne und wollen ihn haben, aber unser Mitspieler erkennt das nicht so wirklich, glaube ich. So, jetzt aber mal nach innen. Bringen die Flanke rein. Oh, schade, schade. Das war natürlich ein guter Kopfball auch. Hätte nicht gedacht, dass der jetzt noch so gefährlich wird. Aber da der Torwart da auch auf dem Posten und deswegen kein Tor. Das war natürlich schade jetzt. Ja, ich wollte mich eigentlich schon viel früher drehen. Komm, spiel doch. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's doch gar nicht. Tja. Wir haben noch wenigstens spielen können hier. Das war ganz gut. Aber jetzt ist es hier vorbei mit dem Schuss. 76. Minute. Wir sollten jetzt hier langsam mal ein bisschen nachlegen. Ansonsten sieht es dann ein bisschen doof aus. Vor allen Dingen, da die ja vor uns sind. Und wenn die hier einen Sieg gegen uns spielen, dann haben wir relativ schlechte Chancen, hier nochmal einzugreifen da vorne. Dann müssen wir wahrscheinlich um Platz 3 fighten. Was natürlich nicht so meine anfänglichen Ziele waren. Denn mit der Umstellung auf Profi habe ich ja eigentlich jetzt hier auch das Ziel, dann Erster zu werden in der Liga. Ob das so realistisch ist, werden wir dann sehen. Oh mein Gott. Oh, der wäre sogar ins Tor gegangen, aber es war eine Flanke, kein Torschuss. Denn solche Torschüsse kommen ja eher von anderen Spielern. Uiuiui.
Der war dann auch wieder vorbei. Ja, Kopfballstark sind wir noch nicht, aber wenigstens setzen wir uns jetzt schon durch bei den Kopfbällen. Das ist ja vorher auch nicht der Fall gewesen. Tja, es geht hier niemand wirklich auf den Ball. Das ist mein Problem gerade. Wieder nicht auf den Ball gegangen, sondern auf den Mann. Hast ihn jetzt endlich mal. Ja, wenigstens einen Einwurf rausgeholt. Spiel doch gleich. Ah, Junge. Das dauert aber viel zu lange da. Oh, der war viel zu weit. Also mit den Flanken komme ich hier in dem Spiel sowieso noch nicht wirklich zurecht, weil die immer irgendwie willkürlich gespielt werden, auch wenn ich die jetzt wirklich mal ein bisschen döller gespielt habe, aber ich bin das halt immer noch gewohnt aus FIFA 13, da war es viel einfacher, Flanken zu spielen. Hier immer noch relativ schwierig, das Ganze. So. Ja, es ist immer toll, dass die hinterherlaufen und dann den Einwurf nicht machen. Auch das war bei FIFA 13 noch ein bisschen besser, finde ich. Aber ich will jetzt hier nicht wieder alte Kamellen aufwärmen. Das hatten wir ja schon mal, was besser ist und was nicht. Von daher, wir sind hier bei FIFA 14 und es geht weiter. Ah, das gibt's doch nicht. Du pfeifst doch alles, du Klon. Tja, wir kommen hier nicht wirklich mehr ran. Und wieso steht ihr da alle in der Reihe hinten? Leute! Da muss einer stehen und den Ball nehmen. Also das gibt's doch gar nicht. Die standen mit 8 Leuten hier am 16-Meter-Raum. Oh Mann. Das ist ja jetzt echt schwach. Wir müssen nach vorne hier, nicht irgendwo uns hinten reinstellen, damit wir nicht noch höher verlieren. Wir wollen unentschieden mindestens noch haben. Aber das ist jetzt nicht mehr möglich, weil es jetzt doch schon zu spät ist von der Zeit her. Oh Mann, also das ist ja echt schwach jetzt hier von euch, Freunde. Ich dachte, wir spielen hier auf unentschieden. Dabei habt ihr hier einen ganz anderen Plan ausgeheckt. Naja, gut. 1 zu 0 mal wieder verloren. Ich glaube, das erste Spiel auf Profi, was wir verlieren. Ja, das war natürlich nicht wirklich unsere Bestleistung. Hier 6,5. Wir sind auch viel mit nach hinten gelaufen, aber ja, an unserer Ausdauer hat das eigentlich nicht viel verändert. Selber haben wir eine Schussquote von 75%, 87%. Pässe sind angekommen. Eine Flanke haben wir gespielt und eine ist eher schlecht gewesen. Ja, das Stellungsspiel war nicht so gut. Da muss ich beim nächsten Mal mehr drauf achten. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Schuto.